Ucchirshakasana ist die Kissenstellung, auch genannt Fuß unter Achselhöhlen. Diese Stellung wird beschrieben im Vers 48 im Sri Tattva Nidhi. Der Vers heißt: Lege jeden Fuß unter eine Schulter oder eine Achselhöhle. Das ist Ucchirshakasana, das Kissen. In der vollständigen Stellung würdest du beide Füße nehmen und gleichzeitig unter die gleichseitige Achselhöhle nehmen. Weil das aber für die meisten nicht erreichbar ist, wird Daniel eine einfache Variation üben. Du sitzt also und hast ein Knie gebeugt, zum Beispiel das linke, und dann gibst du die Zehen des rechten Fußes in die Achselhöhle, sodass der Großzeh ganz oben den oberen Achselhöhlenpunkt berührt. Damit kannst du dann das rechte Nasenloch öffnen. Denn die Achselhöhle hat ganz oben einen Reflexpunkt für das rechte Nasenloch. Und wenn du das mit dem linken Fuß an der rechten Achselhöhle machst, dann öffne das linke Nasenloch. Und so ist Ucchirshakasana eine Methode, um die Achselhöhlen zu stimulieren und damit die Nasenlöcher frei zu bekommen.